Nee, das hebe ich mir auf. Yes. Geht doch. Wollen wir mal sehen, wer hier geht und wer hier bleibt. Labortest. Den könnten wir theoretisch eventuell sogar schon alleine erledigen. Aber da kommt schon die Schwester. Nee, könnten wir noch nicht. Den könnten wir eventuell hinkriegen. Den kriegen wir auf jeden Fall hin. Und für den wäre gerade eh kein Bett da. Und wir kriegen noch ein Geschenk. Blumen vom Geschenkeshop. Na, da weiß ich doch gleich, was ich damit mache, hä?
Yes. Moment. Sorry. So, gehen wir doch noch mal was essen. Weil es ist nicht mehr sehr viel Zeit übrig und unsere Erbin müsste noch mal im Laufe der Zeit aus dem Labor zurückkommen und insofern haben wir eventuell eh nur noch recht wenig Zeit. Die wir umso besser nutzen sollten. So, mit dem Energielevel, das wir jetzt haben, sollten wir noch hinkommen bis zum Dienstende. Deswegen gehen wir noch mal nach unten und schauen, ob da noch Patienten da sind, die wir noch behandeln könnten. Oh, abgeben. Das könnten wir allein hinkriegen. Sehr gut. Wir sind wieder eine Stufe gestiegen. Das verwenden wir jetzt für die Chirurgie. Also wenn schon, denn schon.
Fantastisch. Okay, komm, wir nehmen jetzt diese Kapsel. Ist das nicht für die Energie? Oh Mann. Okay, das heißt, wir versuchen doch noch mal kurz ein kleines Nickerchen zu machen. Dann gehen wir noch duschen. Und dann gehen wir wieder runter. Ich muss auf der Intensivstation nach einem Patienten sehen. Sollte die Erbin vom Radiologen wiederkommen, wenn ich weg bin, fangen Sie schon mal mit der Behandlung an. Naja, versuchen Sie es wenigstens. Alles klar. Mrs. Pinke Pinkes Testergebnisse liegen vor, Schätzchen. Da ist sie. Ach ja, die sollte Zähnen sein. Hallo. Oh, okay. Habu. Hat geklappt. Sehr gut. Sie hat noch ein Geschenk für uns. Da 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 ba, Rhabarber, Rhabarber, Butler der reichen Erbin. Okay, ich sag ja, ich will das gleichmäßig machen. Das sieht schlecht aus. Das sieht zu schlecht aus. Dann nehmen wir doch mal Erfrischungstücher.
Oh, wenn ich will. 3:30 Uhr. Oh. Oh, abgeben, abgeben, abgeben. Sehr gut, da ist wieder ein Gebiet gestiegen. Ich glaube, das war die Dingens hier. Komme ich gerade nicht drauf. Das könnte knifflig werden, das könnte aber klappen. Entschuldigung. Und damit ist der Arbeitstag eigentlich um. Jetzt ist noch eine Stunde, aber die können wir noch mal kurz nach oben gehen oder sowas. Noch mal duschen. Oder was heißt, damit ist der Arbeitstag um, damit ist die Schicht um. Wir haben ja, glaube ich, immer eine 48-Stunden-Schicht. Und ich finde, wir sind jetzt schon ziemlich gut vorangeschritten. Also na, Sie haben Ihre erste Schicht in der Notaufnahme überstanden. Besser als ich an meinem ersten Tag. Da habe ich jemandem einen Lungenkollaps verpasst. Machen Sie schön weiter so und seien Sie auf der Hut. Irgendetwas ist hier im Busch. Ich weiß nur noch nicht genau was. Also dann, bis morgen.